Die haben mir auch gezeigt, dass die Körper von denen dann nicht irgendwie alt aussehen, wenn die gehen. Wenn wir uns wirklich mit dem Licht verbinden, wenn wir zum Beispiel immer wieder meditieren, ist es tatsächlich so, dass wir schon länger leben können. Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, wieder heute ein Exklusivinterview mit der lieben Pavlina zu haben. Hallo, herzlich willkommen, Hallo, liebe Matthias, danke Pavlina. für Schön, die dass du da Einladung. bist. Danke, Ja, danke. wir haben uns ausnahmsweise an einem Feiertag getroffen, einfach weil wir beide dann mehr Zeit haben als sonst. Ja. Und ja, wie geht's dir, Pavlina? Gut, also ja, ich freue mich schon auf meinen Urlaub. Ja, sonst, ja, es geht mir gut. Also bei uns sind die Wiesen so jetzt volle Blüten und das ist so schön. Endlich mal ja, mehr Sonne und nicht so viel Regen. Da freut man sich jetzt. Ja, schön. Wir haben uns Genau. ja ein besonderes Thema ausgesucht für heute, nämlich das Thema Verjüngung und Alterung aus spiritueller Sicht, beziehungsweise auch aus Sicht der Helfer von den Plejaden. Und da sind wir natürlich auch total gespannt, was einfach die zu diesem Thema zu sagen haben. Also ich sehe das so, dass eben auch das Thema Alterung, aber sogar auch das Thema Tod auch nur eine Programmierung ist, das gesetzt wurde, um einfach die Menschen auch ins Opfer zu bringen und ihrer Macht zu berauben. Wie siehst du das oder wie sehen die plejadischen Freunde das? Ja, also sehe ich das auch so, wie du sagst, denn die Plejaden, die leben bis zu 1500 Jahren und sie sagen zu uns, wir haben in der Zeit, wo wir noch so ursprünglich waren, haben wir auch so lange gelebt. Also das, was natürlich mit unserer DNA passiert ist, ja, das ist nicht gut, denn wir altern natürlich sehr, sehr schnell und wir können eigentlich diesen Alterungsprozess nicht richtig dann stoppen, gell? Außer wir machen ja viel, dass wir uns immer wieder mit dem Licht verbinden, aber dazu kommen wir, was wir machen, noch was wir machen können. Aber sie sagen auch, dass die eben ja so lange leben, weil sie aus diesem Muster, aus dieser karmischen Schleife sozusagen rausgekommen sind. Und wie ist das genau? Also es war ja irgendwann vor langer, langer Zeit war das ja anders. Was ist da genau passiert? Also was da ganz genau passiert ist, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, was die Plejada erzählen oder was die berichten. Also dass uns durch die ja so dunkle Zivilisationen die DNA-Ketten gekürzt worden sind, beziehungsweise von 12 Strängen noch auf praktisch zwei Stränge gekürzt. Manche Zivilisationen haben sogar 21 Stränge, DNA-Stränge, und wir leben nur mit zwei. Und je mehr wir uns spirituell entwickeln, desto mehr können wir oder desto besser können wir die neue Stränge von der DNA wieder anbinden, anknüpfen. Und darum geht es jetzt gerade in dieser Zeit. Also die Plejada, wenn ich noch kurz zurück zu deiner ersten Frage zurückkomme. Also ich habe sie natürlich auch gefragt, was machen sie, dass sie so lange leben, außer diese karmische Schleife, wo sie jetzt nicht mehr, der sie nicht mehr dienen müssen. Also die sagen, sie benutzen, ja, die benutzen so Kristallliegen, die auf einer Basis freier Energie arbeiten. Man könnte sich das vorstellen, wie die Matchbetten, auf sie wir schon alle warten. Diese Liegen, die Plejade benutzen, arbeiten eben auf so eine ähnliche Basis. Sie haben natürlich eigene Intelligenz in sich, eigenes Bewusstsein in sich.
und sie regenerieren die Zellen der Plejada und sie tun die Körper der Plejada immer wieder zu zu dem göttlichen Zustand zurückbringen. Also durch die freie Energie, durch das Plasma, was in der freien Energie enthalten ist, haben die Möglichkeit, immer wieder die Hologramme, die göttliche Hologramme zu sich zurückzuholen. Und auch wenn sie dann den Körper verlassen, sagen sie, wir gehen bewusst in einen anderen Körper. Also die haben mir ja auch gezeigt, dass die Körper von denen dann nicht irgendwie alt aussehen, wenn die gehen. Also die gehen wirklich bewusst in anderen Körper. Und wenn sie dann den Körper verlassen, dann wird der Körper in eine lichtvolle Energie umwandelt. Also der Körper wird nicht wie bei uns begraben oder verbrannt. Also das wird praktisch anders gemacht. Also der Körper wird dann in eine lichtvolle Energie umwandelt. Und auch die haben sozusagen, wie du gesagt hast, von daher nicht diesen Todestag oder nicht den Tod, die machen das oder die haben das wirklich anders. Also sie feiern auch den Abschied und sie gehen bewusst, wie ich gesagt habe, in anderen Körper. Aber für sie ist natürlich eigentlich die nächste Stufe, also was sie erreichen möchten, in den lichtvollen Körper oder Lichtkörper rüberzugehen. Also die Plejada leben in so einer Gesellschaft, die physisch ist und nicht physisch. Also die Plejada, mit denen ich kommuniziere, das sind die physischen, die leben in der siebten Bewusstseinsdimension und die noch höher entwickelt sind, die leben in der neunten und die haben keinen Körper mehr, die haben kristallinen Körper, die haben ja so Lichtkörper. Und da wollen sie eigentlich hin. Und wenn sie sich wirklich richtig gut spirituell entwickelt haben und wirklich bewusst sind und das Bewusstsein mit dem höheren Bewusstsein wirklich absolut verbunden ist, dann dürfen sie auch in die nächste Stufe gehen. Also das ist eigentlich ihr Ziel. Aber ist es nicht auch das Besondere, also diese, dass wir in einem materialisierten Körper auch ganz besondere, auch sinnliche Erfahrungen machen können, Ja, das die glaube wir ich auch. möglicherweise als Kristallkörper nicht mehr machen können? Ja, das glaube ich auch, dass wir auch deswegen auch das Leben hier auf dieser Erde gewählt haben, dass sie eben diese Erfahrungen haben können, gell? So sehe ich das auch. Ja, und gibt es denn, haben Sie auch was dazu gesagt, welche Möglichkeiten die Menschen haben, also diese Todes- oder Alterungsprogrammierung auch wieder aus dem System zu entfernen oder rückgängig zu machen? Ja, also in dieser Zeit ist es so, dass wirklich viele Regeln schon nicht mehr existieren. Also die Regeln meine ich, wie wir gelebt haben, was zum Beispiel Schicksal betrifft, viele karmische Angelegenheiten oder diese karmische Schleife eben, die ich gesagt habe. Das ist jetzt eigentlich das Erste, dass wir jetzt rauskommen. Also wir kommen jetzt raus. Denn wir dürfen sogar unser Schicksal verändern, wenn wir uns dafür entscheiden. Also das ging früher nicht. Also die haben auch in den letzten Büchern darüber geschrieben, dass wir eben jetzt die einzigartige Möglichkeit haben, Schicksal zu verändern. Und wir müssen nicht mehr viele karmische Angelegenheiten mehr erleben, denn die existieren eigentlich nur energetisch. Also die karmischen Angelegenheiten existieren irgendwo als unsere Bilder oder als Energiefelder. Aber wenn wir uns entscheiden, sie nicht mehr durchleben, müssen wir auch nicht, um besser das zu verstehen. Früher haben wir immer wieder gesagt, ja, ich habe vielleicht in einer Inkarnation was Böses getan und jetzt muss ich halt durch meine Krankheit gehen, um das wieder gut zu machen.
Aber das ist jetzt nicht mehr so, wenn wir das verstehen, wenn wir auch unsere Programme verstehen oder wenn wir dahinter gucken können, dann müssen wir nicht mehr durch Krankheiten gehen oder durch schweren Schicksal. Und das ist praktisch, glaube ich, der erste Schritt, der gerade sich jetzt gerade groß macht, dass wir aus diese ja aus, dass wir praktisch diese ja diesen Weg nicht mehr gehen müssen. Und die haben auch schon, ich glaube, in Band 7 schon geschrieben, wenn wir uns entscheiden für, dass wir länger leben, dann werden sogar in der geistigen Welt sogar unser Todestag sozusagen neutralisiert oder rausgelöscht. Und es werden für uns neue Wege sogar programmiert von der geistigen Welt. Also wir können sogar unseren Todestag sozusagen aus unserem System rausnehmen, wenn wir uns dafür entscheiden. Und ja, neue Wege, noch neue Lebenswege programmieren lassen. Also das ist jetzt eigentlich alles neu. Das ist jetzt seit ein paar Monaten oder seit ein paar Jahren. Viele wissen das noch nicht und viele sind immer noch in diesen, ja, wirklich in dieser Schleife, sage ich nochmal, weil sie meinen, okay, ich werde alt, ich kann das nicht stoppen, ich muss da und da vielleicht sterben. Manche Menschen lassen sich das sogar von welchen Wahrsagerinnen sagen. Ja, es gibt Also, ja sogar diese Palmblatt-Bibliotheken, ja. wo Menschen dann auch, also habe ich zumindest gehört, dann auch den Todestag erfahren. Ja. Und das wäre zum Beispiel schon mal, ja, also das ist natürlich die Frage, ne, ob man wirklich daran glaubt. Aber ne, das hat ja auch sehr viel einfach, das ganze Thema Verjüngung und Alterung hat ja auch sehr viel mit Bewusstsein zu tun, weil ja, ich bin sicher, dass viele Menschen, die jetzt auch zuschauen, sagen werden, ja, also jetzt, ne, jetzt sind sie aber wirklich komplett abgehoben oder das ist ja gar nicht mehr Ja. logisch oder sinnvoll, weil ich meine, man kann doch überall sehen, dass die Leute altern und sterben. Also wo gibt es denn Beispiele, ne, wo das eben nicht so ist? Wobei natürlich die Menschen, die sich intensiver damit beschäftigen, wissen, dass es eben auch Menschen oder Meister gibt, die eben das, ne, dieses Thema Alterung oder auch Tod eben überwunden haben, die natürlich jetzt nicht in großen Mengen halt hier rumlaufen, logischerweise, aber die gibt es natürlich. Und es hat einfach sehr viel oder ja, fast ausschließlich mit unserem Bewusstsein zu tun. Also woran glauben wir? Weil das, woran wir glauben, das, was wir bewusst oder unbewusst manifestieren, das ist ja das, was wir uns auch für unser Leben erschaffen. Und wenn wir jetzt an die uns begrenzte Möglichkeit glauben, unser Leben komplett neu, so wie du das gesagt hast, zu erschaffen, auch ne, den Todestag zum Beispiel aufzulösen oder auch das Karma-Gesetz aufzuheben, dann und bewusst das entscheiden und auch bewusst darum bitten, dass wir darin unterstützt werden, dann ist es möglich. Aber wenn wir natürlich gar nicht dran glauben, dann wird Ja, natürlich, klar. ne, ist Ja, es auch nicht klar. möglich, ist auch Ja, völlig ja. klar. Und es geht darum, wenn wir, genauso wie du gesagt hast, wenn wir uns mit unserem höheren Bewusstsein zum Beispiel immer wieder verbinden, dann sind wir mit allen vielen anderen lichtvollen Räumen verbunden, mit dem Licht, mit der Quelle. Und ich weiß ganz genau, wie du das jetzt meinst, dass die Zuschauer vielleicht sagen, oh Gott, das ist ja völlig absurd. Aber es ist wirklich auch so, wenn wir uns wirklich mit dem Licht verbinden, wenn wir zum Beispiel immer wieder meditieren, dann ist es tatsächlich so, dass wir schon länger leben können, denn wir sind praktisch an die Lichtquelle immer wieder angebunden. Und was ich zum Beispiel von den Plejaden weiß, ist es so, dass sie sagen, unsere Generation, also der Menschen, die sich wirklich auch spirituell entwickeln und meditieren und wirklich gutes Herz haben,
dann haben wirklich die Möglichkeit, länger zu leben. Vielleicht nur ein paar Jahre, aber wir haben die Möglichkeit, länger zu leben als vielleicht die Generationen vor 100 Jahren. Denn die haben diese Möglichkeit nicht gehabt, denn wir leben gerade in dieser Zeit, wo wirklich sich unendliche Möglichkeiten jetzt gerade entwickeln oder zeigen. Und ich glaube, für uns ist es schwierig, das überhaupt zuzulassen. Viele andere Zivilisationen, die schon so hoch entwickelt sind, für sie ist es ja völlig normal. Aber wir müssen, glaube ich, erstmal überhaupt ja, unsere Gedanken oder unsere Wahrnehmung ändern, das zuzulassen, überhaupt das zuzulassen. Und es ist tatsächlich so, wenn ich noch zurückkomme, wenn wir uns immer wieder mit dem Licht verbinden, auch wenn wir das Licht nur visualisieren, trotzdem bekommen wir die lichtvolle Energie und unsere Zellen können die kristalline Sonne in sich aktivieren. Und das ist auch kein Geheimnis, gell? Die Menschen sind halt vitaler, sie haben Kraft, sie haben Lebenskraft, sie sind dann an viele Möglichkeiten angebunden. Also ja, das Licht bringt uns natürlich ja, viel Neues und viele Möglichkeiten für die Zukunft. Und gerade jetzt erleben wir ja auch, dass viele, viele Dinge sich verändern, beziehungsweise auch sehr viele neue Informationen einfach in die Welt kommen, ne? Also zum Beispiel, es kommen immer mehr freie Energieentwicklungen oder Erfindungen kommen in die Welt, viele Heilungsmethoden, Methoden, um den Körper zu erneuern, zu regenerieren, zu entgiften. Also das ist ja, da ich ja selber mich sehr intensiv mit diesen Dingen beschäftige, ist es also unglaublich, was gerade so an neuen Entwicklungen überhaupt in unser Feld kommt. Einfach dadurch, weil jetzt so viel mehr möglich ist als noch vor 10 Jahren zum Beispiel. Und das kann in einem Jahr wieder komplett anders aussehen. Also vielleicht ist das Gespräch, was wir jetzt gerade führen, überhaupt nicht mehr dann so angehoben oder halt so, unreal. Aber vielleicht sehen wir das in einem Jahr komplett anders, weil das geht jetzt alles sehr, sehr schnell, genauso wie du sagst. Und die Plejade sagen uns das immer wieder. Die haben das auch in dem letzten Buch geschrieben. Unsere Aufgabe für diese Zeit ist, sich für das Neue zu öffnen und diese neuen Möglichkeiten, die wir uns noch nicht vorstellen können, zuzulassen. Also wir müssen oder wir sollten eigentlich so weit kommen, ja, uns an das Neue wirklich, für das Neue sich zu öffnen, weil wir können uns noch nicht vorstellen, sagen Sie, was alles noch auf uns, also im positiven Sinne, zukommt. Und das ist unsere Aufgabe, weil wenn wir den Geist schließen, wenn wir nicht offen sind, dann kann das zu uns auch nicht kommen. Aber wenn wir offen sind für die neuen Möglichkeiten, auch dass wir vielleicht nicht so schnell altern werden oder ja, oder viele Krankheiten vielleicht besiegen können, dann kann das auch passieren. Aber wenn wir uns schließen, dann wird das nicht gehen, gell? Weil unsere Gedanken für sowas sind wie so Lichtportale und die verbinden uns mit dem neuen Wissen. Also wir Menschen tun uns auch gerade an das Wissen, an die Wissensfelder wieder anbinden. Also auch das kollektive Feld wird immer wieder klarer und lichtvoller und wir bekommen halt mehr und mehr Informationen. Also das ist jetzt alles magisch und ja, die Voraussetzung dafür ist, sich dafür zu öffnen und das überhaupt zuzulassen. Ja, und es ist auch so, wenn man sich intensiv mit der geistig-göttlichen Welt verbindet und immer wieder auf diesen Ebenen sich aufhält, ne, oder eben mit den Helfern aus der geistigen Welt spricht, dann bekommt man ja diese Informationen und man kann es aber auch fühlen, ne, wenn man, ich erlebe das ja schon seit Jahrzehnten auch so, dass ich, wenn ich mit dieser Energie verbunden bin, dann
bekomme ich zum einen diese Informationen, aber ich fühle halt auch die Wahrheit und die Ja. Kraft, die in diesen Informationen steckt. Und ich fühle auch, dass es einfach so ist, dass es real ist, also auf einer anderen Ebene. Aber da wir ja auch aus dieser Welt kommen oder dort eben zu Hause sind, haben wir eben auch all diese Möglichkeiten, auch auf dieser irdischen Ebene das eben zu realisieren. Ja. Das sehe ich auch so. Und ja, ich manchmal tue ich mir so vorstellen, was die anderen Zivilisationen über uns denken, gell? Über uns Menschen, dass wir hier wie so manchmal wie so Ameisen so laufen, orientierungslos manchmal. Also Ameisen sind nicht orientierungslos, aber dass wir hier manchmal so rumlaufen und wissen nicht, ja, was los ist. Bei denen läuft, bei den anderen Zivilisationen läuft natürlich schon alles nach dem Plan und alles ist strukturiert. Und wir brechen gerade aus, gell, aus diesen alten Strukturen und es ist alles neu. Und wir haben das Glück, in dieser Zeit zu leben. Wir haben uns dafür entschieden. Ja, das ist immer so, immer so, wenn wir gerade so einen schlechten Tag haben, dann sollten wir sagen, ja, wir haben uns dafür entschieden und das gehört alles dazu, also diese ganze Umstrukturierung. Ja, da. Hast du noch mehr Informationen bekommen, was Menschen konkret tun können, um zum Beispiel den Alterungsprozess zu stoppen oder, also jetzt auf einer energetischen Ebene, es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten auf physischen Ebene, ne? In Bezug auf Ernährung und so weiter, da gibt es ja auch so besondere Pflanzen, die eben helfen, den Körper zu verjüngen zum Beispiel. Aber auf einer geistig-mentalen Ebene, was können die Menschen tun? Also wir haben natürlich die Möglichkeit, also die Menschen, die meine Bücher gelesen haben, die können zum Beispiel auf der feinstofflichen Ebene mit der kosmischen Heilapotheke arbeiten. Da gibt es eigentlich alle Präparate, alle Heilmittel, alles, was wir brauchen für unsere Regeneration, für unsere Heilung. Es reicht, sich an diese Apotheke anzubinden. Ich habe dazu auch kurzes Video auf YouTube gemacht, für YouTube gemacht, damit man weiß, wie man das macht. Man tut einfach diese Präparate ins Wasser programmieren. Sie werden, das ist so wie so ein Feld, und von diesem Feld, was für die Menschheit zuständig ist, werden diese Informationen, diese Lichtinformationen ins Wasser programmiert. Also das ist auch so eine wunderbare Möglichkeit, zu sich zu holen, was man gerade braucht. Und das kann man eben so für alles, für Regeneration, für Heilung, für Verjüngung. Und natürlich Arbeit mit Kristallen ist auch sehr, sehr gut, denn die Kristalle haben in dieser Zeit auch ihre Schwingung erhöht. Also je mehr kosmische Schwingung zu unserer Erde kommen, desto mehr schwingen oder lichtvoll schwingen auch die Kristalle. Wenn wir die Kristalle nutzen, sind wir auch mit der Kraft des Universums verbunden, also mit dem Kosmos, gell? Aber was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, ist einfach, sich spirituell oder halt energetisch zu reinigen. Denn wenn wir zum Beispiel unsere Chakren, weil ich muss immer wieder zurückkommen, damit wir dann nicht irgendwie so was ausdenken, was schon so irgendwie ja abgehoben ist. Denn wir sollten eigentlich, sage ich mal, bei unseren Chakren anfangen. Denn unsere Chakren, wenn wir irgendwelche Programme immer in uns nicht tragen, wenn wir sie nicht erkannt haben, dann sind wir nicht fähig, die kosmische Energie aufzunehmen oder die Energie der Erde. Also in den Chakren sind immer noch die Programme dann eingespeichert und die Chakren sind nicht fähig, die Lebensenergie oder die kosmische Energie dann aufzunehmen. Und ich glaube, dass es großer Aspekt ist, für die Heilung bei den Chakren anzufangen, die Chakren zu arbeiten, zu reinigen.
zu energetisieren, die eigenen Programme zu entdecken, dass wir wirklich dann wieder frei sind. Denn wenn wir frei sind, wenn die Chakren richtig arbeiten, ja, dann fließt die Energie, dann sind wir angebunden, dann sind wir wirklich ja in dem im Lauf oder in dem, ja, wie soll ich sagen, ja, die Energie fließt zu uns. Und was natürlich immer wieder ganz, ganz wichtig ist, das Herz, die Energie des Herzens zu reinigen. Das Herz ist Schlüssel für die Heilung auf allen Ebenen unseres Seins. Das sagen die Plejade immer wieder. Dein reines Herz ist der Schlüssel für die Heilung auf allen Ebenen deines Seins. Dann sagen sie immer wieder. Und wenn wir eben ja positiv denken, wenn wir den anderen Menschen nichts Böses wünschen, wenn wir Freude fühlen, in uns fühlen und Liebe, dann haben wir praktisch den Zugang zu allen. Eigentlich wäre das gleich am Anfang des Gesprächs eigentlich wichtig zu sagen, das beim Herzen anzufangen. Denn wenn das Herz sich öffnet, dann öffnet sich natürlich auch der heilige Raum im Herzen. Wir haben uns da darüber bestimmt schon unterhalten. Und in diesem Raum befindet sich auch freie Energie. Und die freie Energie verbindet uns mit der freien Energie da draußen. Und wenn dieser Raum aktiv ist, dann haben wir alle Möglichkeiten, dann existieren keine Grenzen mehr. Natürlich sind wir hier auf der Erde und wir können noch nicht fliegen. Wir können noch, ja. Aber trotzdem, durch das reine Herz haben wir unendlich viele Möglichkeiten und auch eben zur Verjüngung. Wir können dann alle Lichtinformationen aufnehmen. Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich so umschaut, gerade so in der alten Gesellschaft, in der alten Struktur, ist ja also sind ja fast alle Menschen vom Herzen her verschlossen, ne? Und die Systemträger sowieso, also komplett verschlossen. Und das ist einfach wirklich ein Schlüssel, also das Herz wirklich aufzumachen, Das ne? ist wirklich ja der erste Schritt für uns, und dann kommen die anderen, dann sehen wir, was noch zu tun ist. Aber da fragen mich immer wieder die Menschen, ja, wie wird mein Herz rein? Und da sage ich immer wieder das Gleiche. Also wenn wir den anderen nichts Böses wünschen, wenn wir Freude fühlen, wenn wir unsere Gedanken ja, reinigen oder kontrollieren, dann wird das Herz sich oder die Kraft des Herzens sich wieder aufmachen. Und viele Menschen sagen, ja, aber ich bin ja gar nicht spirituell, dann wird sich mein Herz nicht öffnen, sage ich doch, weil du halt Mensch bist, der sehr gutmütig ist, weil du lachst und du bist hier gerne auf der Erde, du bist sehr glücklich, und das ist die wahre Spiritualität. Und ja, es geht immer Genau. um das Herz. Und es braucht vor allen Dingen eine klare Entscheidung. Ja. Also wirklich den Weg des Guten und des Lichtes zu gehen. Und auch, ne, weil wir sind ja nun mal oftmals auch so programmiert, eben auch gerade auch in Deutschland, ne, so extrem negativ zu sein, Menschen zu bewerten, zu verurteilen. Also wirklich auch diese ganze, ja, dieses negative Verurteilende, ne? Also gerade wenn man jetzt mal die Medien anschaut oder so, das sitzt so tief drin, ne? Wurde ja auch schon in der Schule schon, wurden die Menschen so programmiert, ne? Als sich zu vergleichen, in Konkurrenzkategorien zu denken. Und es braucht wirklich auch eine ganz klare Entscheidung, sich wirklich für das Gute, also und zwar in jedem Moment seines Seins, zu entscheiden und auch wirklich das Böse oder das Schlechte, das Negative auch aus seinem Leben zu verbannen. Denn wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, dann wird es halt auch nicht passieren. Das ist halt auch Ja. ganz wichtig, ne? Ja, genau, das ist ganz wichtig. Und leider Gottes wurden wir eben so programmiert, also wir Menschen
Da sagen sie auch, alle anderen Zivilisationen, außerirdischen Zivilisationen, wir Menschen sind sehr reine Wesen. Also das, wie wir jetzt sind, dafür, ja, teilweise können wir gar nicht, denn wir wurden eben so programmiert. Also wir wurden so stark manipuliert. Wenn ich noch zu der karmischen Schleife zurückkomme, es war auch so, unsere Zeitlinie wurde natürlich mehrmals abgebrochen und dann wurden in diese Zeit, wo die Unterbrechung war, wurden in unseren Geist ja, viele Programme wirklich reingesetzt, viele vielleicht auch falsche Erinnerungen, die zu uns gar nicht gehören. Und das eben ist es, weil wir immer wieder gemeint haben, wir waren vielleicht so böse in den letzten oder verschiedenen Inkarnationen. Wir waren so böse und wir tragen eben Schuld in uns. Und diese Schuld tut uns praktisch von unserer Selbstliebe abtrennen. Okay? Und wenn wir die Selbstliebe nicht fühlen, dann sind wir von der großen Liebe der göttlichen Quelle abgetrennt. Also das ist wie so ein, ja, so wie so Schritte uns so machen, so wie wir jetzt sind oder wie die Gesellschaft ist. Also durch diese Manipulation, dass die Menschen dann wirklich verbittert sind und vor allem sie tragen halt keine Liebe oder Selbstliebe in sich, weil eben so diese Programme der Manipulation in vielen noch stecken. Und ich glaube, dass eben wichtig ist, dass viele Menschen wissen, dass es so war und dass es so ist und dass die Menschen eigentlich reine Wesen sind. Ja. Und wichtig ist, wie du gesagt hast, ja, das auch zu entdecken, wieso ich so denke, wieso ich so bin und sich eben auf das Positive wirklich zu konzentrieren und umzustellen, denn wir gehen alle in die höheren Bewusstseinsdimensionen und da können wir nichts Dunkles mitbringen, also nichts niedrig Schwingendes, das ist dann nicht mehr kompatibel mit den lichtvollen Frequenzen, gell, oder Räumen. Ja. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja, also durch diese Manipulation ist eigentlich die Welt so, wie sie ist. Und jetzt sind wir in der Phase des Entdeckens und ja, sich umzuschauen, wieso das war und das zu umwandeln. Ja. Ja, und jetzt haben wir ja wirklich die Möglichkeit, also zum einen das zu erkennen und zum anderen eben all diese Dinge aufzulösen, zu verändern, weil einfach die Energie mittlerweile so stark ist auf der Erde, dass wir wirklich so viel Unterstützung bekommen. Letztendlich brauchen wir uns nur dafür entscheiden und dann natürlich die praktischen Schritte gehen. Aber dann ist es wirklich viel, viel leichter als vor 3 Jahren, vor 10 Jahren. Ja, und es wird immer besser, immer schneller gehen und immer leichter. Weil man sieht wirklich diesen Unterschied, wie du gesagt hast, vor 3 Jahren. Das sind Welten, was wir jetzt alles erreichen können, wenn wir uns für irgendwas entscheiden, gell? Auch die Gedanken werden jetzt natürlich sichtbarer, alles wird auch realer und ja, also ich freue mich, was alles auf uns zukommt. Ja, Ja. also es ist wirklich sehr, sehr besonders. Also ich hatte jetzt auch in der letzten Woche war das so, da habe ich wirklich jeden Tag Synchronizitäten erlebt oder manchmal auch, ne, dass ich so bestimmte Zahlen sich immer wieder zeigen oder dass ich was denke und in dem Moment passiert genau das schon. Also in der physischen Welt, also so viele Dinge, wo ich wirklich so merke, okay, wenn ich klar bin und etwas wirklich als Entscheidung ins Feld gebe, was dann teilweise innerhalb von Stunden oder Tagen, also das sich auch genauso auf der irdischen Ebene manifestiert. Und ich finde, diese Geschwindigkeit, wie das gerade so passiert, das habe ich so
Also noch nie erlebt wie jetzt. Ja, das haben wir noch nie erlebt. Und das ist wirklich jetzt einzigartige Zeit. Und unsere Seele hat sich eben entschieden, in diese Zeit zu inkarnieren, weil sie wusste, dass sie erstmal viel abgeben kann, was zu ihr nicht gehört, weil in dieser Inkarnation können wir so viel abgeben wie vorher noch nie, gell? Also das ist jetzt wirklich unglaublich. Unser Geist kann auch natürlich sich jetzt von den niedrig schwingenden Ebenen ablösen. Also das ist jetzt alles unglaublich. Mir fehlen jetzt gerade die Worte, weil ich denke jetzt gerade an so viele Situationen oder was ich auch in den Seminargruppen erlebe, also wie schnell jetzt auch die Heilung geht. Viele Lichtwesen zu uns kommen mehr als früher, weil die Portale sich jetzt geöffnet haben. Viele dunkel schwingende Dimensionen sind nicht mehr da oder die Grenzen. Also es hat sich so viel verändert und unsere Seele hat eben gewusst, dass wir in dieser Zeit in unserem Körper eben in die höheren Bewusstseinsdimensionen rübergehen können. Also das ist einzigartige Zeit. Und auch wenn das nicht immer leicht ist, also das müssen wir auch sagen, gell, weil wir leben hier auf der Erde. Also wir machen zwar dieses Gespräch, aber wir beide, wir leben hier und wir sind keine. Ja, wir leben genauso wie die anderen. Und auch wenn das nicht immer einfach ist, trotzdem sollten wir sehr dankbar sein, dass wir eben in dieser Zeit leben und uns eben ja für die neuen Möglichkeiten öffnen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was in diesem Gespräch rauskommt. Uns wirklich öffnen für Sachen, die wir uns noch nicht vorstellen können, dass sie kommen, weil wir müssen wirklich unsere Perspektive ausdehnen. Ja, also ich habe ja schon sehr, sehr früh verstanden, wie die Matrix funktioniert und wie die Matrix aufgebaut ist und habe mich ja auch schon sehr früh engagiert. Für Gerechtigkeit, für die Natur, für soziale und ökologische Bewegungen und so, ne? Und habe eben auch sehr häufig eben beobachtet, wie eigentlich in fast allen wichtigen Bereichen, also die dunkle Seite immer gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten, bis teilweise fast aussichtslos erschien, ne? Also weil diese einfach so übermächtig waren. Und das hat sich jetzt wirklich, jetzt hat sich wirklich gedreht, es hat sich geändert. Und diese, also wir sehen zwar die Veränderungen noch nicht so in den politischen Systemen, also zwar auch, ne? Also da wirkt es aber immer noch so, als ob die teilweise noch eben die gleiche Macht haben wie früher. Aber es ist schon dabei, sich zu verändern und sich aufzulösen. Und das ist halt, finde ich, so eine unglaublich, also für alle die schon lange diese Systeme durchschaut haben und auch gegen diese alten dunklen Systeme gekämpft haben, ist es halt wie eine unglaubliche Befreiung und Erleichterung, dass jetzt endlich diese dunkle Zeit vorbei ist und dass jetzt eben diese neue Zeit kommt. Es ist noch ein Übergang, es ist noch nicht komplett sichtbar, aber es ist schon deutlich, deutlich fühlbar. Das ist, finde ich, so, so gigantisch, dass wir das jetzt erleben, ne? Ja, das finde ich auch. Und man fühlt auch mehr Leichtigkeit. Also ich spüre auch um mich herum mehr Leichtigkeit und auch mehr Licht. So, das sagen auch viele Menschen, wenn man sich schon teilweise zumindest verbunden hat, weil wir sind im Übergang, genauso wie du sagst. Aber trotzdem, auch wenn sie sich die Dimensionen vielleicht noch immer noch überlappen, trotzdem fühlen wir mehr Licht in unserem Feld, gell? Und mehr Leichtigkeit. Und es geht einfach wirklich alles schneller und besser und leichter. Und man sieht die Veränderung. Also vor 3 Jahren war das alles irgendwie so aussichtslos, gell? Oder wir haben zwar gewusst, dass es gut wird, aber vor 3 Jahren war das irgendwie alles noch so sehr schwer. Jetzt sind wir wirklich durch die Energie getragen. Ja.
Ja, also es warten wundervolle Zeiten auf uns. jeden Fall. Wir bleiben stark. Wir bleiben stark, wir bleiben dabei und ja, Ja. öffnen den neuen Möglichkeiten, die wir uns noch nicht vorstellen können. Ja. Wunderbar. Ja, gibt es noch etwas, was du noch unseren Zuschauern und Zuhörern mitgeben möchtest? Was ich mitgeben möchte, dann sage ich, was auch mich betrifft, dass wir, wenn es geht, immer wieder in die Natur gehen sollten, um eben uns an die kosmische Energie anzubinden, um die Chakren reinigen zu lassen und zumindest sich ja so schön draußen hinzusetzen, Augen schließen, um im Hier und Jetzt zu sein. Denn im Hier und Jetzt sind wir mit allem verbunden. Im Hier und Jetzt sind wir eins mit Universum, eins mit der Erde, eins mit unseren Galaxis. Es reichen nur ein paar Augenblicke, um ja das Bewusstsein auszudehnen und wieder zu sich zu kommen. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Also gehen wir raus und genießen die wundervolle Natur, gerade jetzt im Frühling. Ja, Genau. du. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Danke und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und Ja, das wünsche Zuschauen. ich dir auch von Herzen. Danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Teilt gerne diesen Beitrag. Schreibt gerne eure Meinung, eure Erfahrungen in die Kommentare. Und ja, alles, alles Liebe. Bis bald. Danke. Bis bald, danke. Bald. Ciao, Tschüss. ciao. Hallo ihr Lieben, ich bin der Gründer von Regenbogenkreis und wenn du unsere besonderen und wertvollen Premium-Produkte kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 für dich und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.